Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Lara Croft ist hier mit am Start. Da oben ist unser Reliktchen, auf das wir schon die ganze Zeit scharf sind. Und ich habe jetzt einfach mal geguckt, wie man das hier macht. Und man macht das nämlich so und springt einfach gleich eigentlich nochmal. Okay, warte mal. Das müssen wir nochmal probieren. Es kann sein, dass das jetzt 30 Minuten dauert, dieser Sprung. Aber im Endeffekt muss man diesen hier machen. Genau, man muss einfach nochmal sich leiern und nochmal springen. Und dann ist man nämlich... Nein, so will ich das nicht. Ist man nämlich hier drüben. So, dann müssen wir dahin. Dann müssen wir ein Stück vorne. Dann da. Da. Da hoch. Da rüber. Dann nochmal ein bisschen hier schwingen. Und hopp. Und dann da hoch und dann haben wir's. Guckt mal, wie hübsch. Ein Relikt. Gefunden, Orca-Flasche. Diese Orca-Keramik aus dem 7. Jahrhundert nach Christus stellt einen mythologischen Killerball dar. Gefäße wie diese wurden vermutlich für Chicha und andere alkoholische Getränke benutzt. Cool. So, können wir jetzt einfach hier so und so und so. Ist das genau drunter? Und so vielleicht? Und so vielleicht. Genau, ein bisschen Schaden haben wir genommen. Ist aber nicht schlimm. Das hatten wir schon gesehen, aber ist egal. Outfits und Reliquien haben wir jetzt freigeschaltet. Möchtest du die Fortschritte speichern? Ja, wir überspeichern Miripan 1. Wieso schießt sie denn jetzt? Hä? Was ist mit dir kaputt, Laura? Hä? Hier ist doch niemand. Okay. Ja, wir haben das Relikt gefunden. Ich bin's. Drücken Sie mal aus Ärmel gegen Gegner. Böser Bär. Okay, ich habe noch ein paar Heilpäckchen übrigens gefunden. Auch ein bisschen was Verstecktes. So, dann gucken wir einfach mal hier ein bisschen rum. Lara kann sich an vertikalen Säulen festhalten. Springen Sie auf die vertikale Säule zu. Mit den Bewegungstasten können Sie an der Säule hinauf und hinunter oder entlang klettern. Mit Umschalten lassen Sie sich fallen. Hier ist doch bestimmt schon wieder... Guckt mal hier, ich wusste doch. In jede einzelne Ritze muss man bei solchen Spielen gucken. Und ich mag solche Spiele, wo man einfach irgendwas suchen und einsammeln muss. Und ich glaube, das war's hier aber. Tatsächlich. Okay. Dann können wir jetzt hier wo... Nee, können wir nicht. Warte mal. So lang. Hier hoch. Und dann habe ich keine Ahnung. Nee. Warte mal. Kommen wir denn jetzt wieder hier hoch? Ach so, vielleicht muss ich mich auch einfach an so eine Stange dran packen. Bin ich genau dahinter? Nein. Ach Mann, bestimmen Sie mit den Bewegungstasten die Richtung des Sprungs und drücken Sie leer von der Säule zu springen. Okay. Hallo. Nein, ich möchte bitte da links lang. Im Übrigen, wisst ihr, was ich bei solchen Spielen total geil finde? Diese Klettergeräusche und Laufgeräusche von den Charakteren im Matsch. Einfach so diese Geräusche. Das ist irgendwie beruhigend. Ich weiß auch nicht. So, da haben wir es. Hier drüben war nichts mehr, ne? Schön jeden Teil absuchen. Die Stadt Vilca... Was? Vilcabamba. Vilcabamba. Okay, Vilcabamba. Rollpunkt. Ah, oh, das ist eine Stadt. Ach, das ist so ein richtiges Dorf hier mittendrin. Wie krass. Im Übrigen fand ich Uncharted auch immer sehr geil. Ist ja auch so ein Advent-Abenteuer-Dings, wo man Relikte sammeln. Wo man Relikte sammeln kann. Und das Problem an der Sache ist aber gewesen, dass es mir zu viel Schießerei, also zu viel Shooter, will ich nicht sagen.
Aber es war halt generell sehr viel Schießerei mit dabei. Und das ist irgendwie so ein bisschen... Ständig musste man gegen irgendwelche Rebellen kämpfen und Leute, die da irgendwie... Ach, was weiß ich. So. Hier ist tatsächlich nichts mehr. Ich höre doch hier schon wieder einen Bären. Ah. Haben wir eigentlich unendlich Munition? Ein böser Bär! Guck mal, der atmet noch. Der hat noch den ganzen Rauch da. Gut. Da ist eine Stange. Da könnte man sicherlich irgendwie... Ach, hier geht's ja hoch. Dort oben ist ja... Ach, hey, Mine, wo geht's denn hier lang? Und da sind wir gekommen. Okay, ich muss mich jetzt erstmal umgucken hier. Wir gucken uns erstmal in Ruhe um. Was es in der Stadt hier so Schönes gibt. Ich kann hier auch, ich versuche gerade mit der rechten Maustaste, also mit der an der Seite den Maustasten, versuche ich gerade. Da können wir auch noch hin. Nee. Achso, warte mal. Erstmal angucken. Ich weiß, dass da ein Schalter ist. Hier ist noch irgendwas. Da kann ich wahrscheinlich von innen die Tür öffnen. Hier ist nichts, nur eine einfache Hütte. Und hier haben wir Wasser. Wo ist so außer, das könnten wir rein. Okay, wir machen erstmal da lang. Ich hoffe, die Tauchszene... Ach so, ja, Interessant. Aha. Ich hoffe, die Tauchszene ist... Drücken Sie E, um das Inventar zu öffnen und an bestimmten Punkten Gegenstände zu benutzen. Ach so, ich brauche einen Schlüssel hierfür. Warte mal, dann muss ich hier dran E drücken. Gut, aber mehr haben wir nicht. Alles da, alles da, alles da. Das heißt, wenn ich mich nicht täusche, muss ich jetzt tatsächlich schon ins Wasser, weil ich kann hier nirgendwo... Hier hoch komme ich ja noch nicht. Da hoch komme ich auch noch nicht. Da war diese eine... Wisst ihr was? Wir gehen erstmal ins Wasser. Ich hoffe, das Schwimmen ist jetzt hier nicht so mistig. Wie kann ich denn tauchen? Schwimmen Sie mit den Bewegungstasten. Drücken, halten Sie Wasser, umschalten und tauchen. Da ist erstmal ein Päckchen. Ansonsten ist hier irgendwie nichts. Ach, dort geht's lang. Ich hab's gesehen. Erstmal schnell Wasser, Luft holen. Warte hier lang. Taucht Lara nicht rechtzeitig auf, sinkt jetzt Sauerstoffanzeige. Okay, warte. Nee, warte, hier hoch. Hier hoch. Na. Ach, scheiße, hier ist zu. Verdammt. Ich werde ersticken. Ja. Das ist aber eine kurze Zeit, die man naht. Ich muss also erst irgendwie hier... Da ist irgendwo ein verstecktes Dings. Was ist das? Das hier? Irgendwo ging's... Ich muss mal gucken. Da komme ich noch nicht lang. Ich komme hier noch nicht hoch. Nee. Kann ich hier irgendwie schon hoch? Kann ich nicht. Verdammt. Das Ding war zu und den Weg hin und zurück, den werde ich nicht schaffen. Ich probiere es nochmal. Oder kann ich Heilpäckchen nehmen? Kann ich denn schneller schwimmen? Ein Heilpäckchen bringt mir gar nichts. Ach, okay. Das schaffe ich trotzdem nicht mehr. Oh, Gott sei Dank. Okay, Gott sei Dank, damit ging es auf. Okay,
Ich nehme mal noch ein Päckchen. Es ist Verschwendung pur hier, aber wir können es nicht ändern. Ach, jetzt kann ich hier einen Hebel aufmachen und dann kann ich hier nämlich wieder. Da muss ich nicht mehr tauchen zum Glück, oder? Nee, jetzt komme ich hier nämlich wieder raus. Gut. So, da war ich schon. Alles klar. Okay. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ach, abschießen. Alles klar. Wir scheinen unendlich Munition zu haben. Das finde ich im Übrigen sehr gut. So, wir kommen hier also überall so. Mit E. Oh Gott, E und nach unten drücken. So. Lass mal los. Ich will erstmal schon ein bisschen gucken. Schon was liegen. Ja, Schrotflintenmunition, okay. Was haben wir hier? Den Schlüssel, okay. Drücken Sie Tabulator-Taste, um Inventar zu betrachten. Und jetzt haben wir den Schlüssel, okay, den Dorfschlüssel. Hier ist nichts mehr. Auch nicht. Okay. Irgendwas müssen wir mit dem Käfig bestimmt auch noch machen. Ich weiß aber noch nicht, was. Der Dorfschlüssel wurde jetzt wo gebraucht? Hier. Warte mal, wir machen aber erstmal eins. Wir gehen erstmal hier oben nochmal lang. Oder? Komm, wir machen erstmal den Dorfschlüssel. So. Oh, nö. Okay. Was haben wir hier? Da können wir nicht lang. Meine Fresse, hier kommen aber viele lang. So, können wir hier irgendwas machen? Okay, nee, hier gehe ich nochmal zurück. Ich will nochmal oben lang. Wir haben ja noch nicht wirklich viel gefunden. Deswegen gehen wir jetzt hier hoch. Was muss ich denn mit dem Käfig machen? Ach so, warte mal. Kann es sein, dass der wirklich nur dafür gedacht ist? Ach, hier ist noch ein Heal-Päckchen. Okay, das nehmen wir trotzdem mit. Okay. Das heißt, wir können jetzt doch... Aber was ist denn mit dem ganzen... Kommen wir dann hier lang? Ist das das ganze Geknüttel dann hier oben lang? In dem Tauchding ist doch bestimmt auch nochmal irgendwo ein Versteck. Hier. Nee, hier ist nichts mehr außer das. Achso, ich komme hier so gar nicht mehr raus jetzt, oder wie? Echt nicht? Ist das zu hoch jetzt für sie? Okay, dann müssen wir enttauchen nochmal. Okay. Okay, hab's verstanden. Ja. Jetzt muss ich gleich niesen, warte mal. Nuh, meine Güte, so. Wo war's jetzt? Da war's jetzt. So. Die Herrschaften, was haben wir denn hier? Immer schön die Augen offen halten nach Relikten und anderem Zeug.
Ach, ich muss schon wieder niesen. Rotzte mal halb die ganze Tastatur hier voll. Ist ekelhaft, ist das ekelhaft. So, was haben wir denn hier so? Ich höre so ein Glitzergeräusch. Bedeutet das irgendwas jetzt für mich? So, hier ist schon mal nichts. Da können wir ja mal hier hoch. So. Haben wir hier irgendwas versteckt? Nein. Da ist ein Räumlein. Hier ist ein Kontrollpunkt. Hier ist auch nichts. So, hier können wir auch rein. Wir gehen erstmal hier rein. Okay, oh, wieder Wasser. Nein. Können wir hier wieder raus? Ja. So, das ist aber einfach nur ein Becken. Das ist jetzt für nichts gut. Da ist auch nichts drin. So, das ist wahrscheinlich, damit, falls wir runterplumpsen, nicht gleich tot sind. So, dann gehen wir mal hier hoch. Hoch? Nee. Schaffe ich das? So. Was haben die hier denn damals gebaut, ey? So, das ist ja schon ein ganz schönes Gewinde hier. Ach ja. Ich dachte, ich wollte gerade sagen, oh, ein Piepmetzel. Aber das waren wieder die blöden Fledermäuse. Hier kommt Licht rein. Da unten waren wir. Hier war doch gerade noch eine Fledermaus, oder? Okay. Ups. Okay. Muss reichen. So. Zimmer hier oben. Achso, okay. Ist bestimmt wieder auf Zeit, könnte ich mir vorstellen. Nee, scheint nicht auf Zeit zu sein. Na, geh doch runter. So, dann gehen wir mal hier reingucken. Hier im Wasser irgendwas? Nein, auch nichts. Und hier unten auch nicht. So. Gut, immer mal nachgucken. Kann ja sein, man versteckt hier noch irgendwo einen Schalter. Okay. Das war einmal nichts. Jetzt. Okay. Ups. Mal gucken hier. Hier oben ist auch noch ein Eingang. Da kommen wir aber bestimmt. Ach nee, es war der, wo wir vorhin schon durch sind. Oder ist es ein anderer nochmal? Nee, ist ein anderer nochmal. Sesam, öffne dich. Okay. Haben wir hier noch irgendwo was versteckt hier oben, wenn wir gerade mal hier sind? Aber ich glaube nicht. So.
So, müssen wir jetzt echt schon hier gehen? Haben wir jetzt hier wirklich nichts verpasst? Ich habe ja immer die Befürchtung, ich verpasse. Ich weiß, die Level kenne ich jetzt nicht mehr so genau. Bei dem ersten Level wusste ich ungefähr, wo es ist. Außer das Relikt, das haben wir durch Zufall entdeckt. Den Rest haben wir eigentlich auch gesehen, ne? Wir sind mehr oder minder drauf zugelaufen. Okay, was haben wir jetzt hier? Da unten ist auf jeden Fall was. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall mal... Hier ist auch wieder was. Wir haben schon wieder Schrotflintenmunition gefunden, aber noch keine Schrotflinte. Ich bin auch eigentlich nicht so der Schrotflintenfreund in solchen Spielen. Okay, haben wir noch so eine Kiste. Die könnte man jetzt wo hinstellen? Hier wahrscheinlich, oder? Nee, warte mal. Wozu können wir diese Kiste hier rausnehmen? Denn hier ist nichts. Hier ist zu. Hier ist uninteressant für uns. Die Frage ist, wir kommen hier nicht hoch. Genau, also brauchen wir sie für hier. Okay, verstanden. Na dann, Laura. Oh. Da war ein klitzekleines Steinchen im Weg. Ja, das ist nur, damit wir im Endeffekt wieder hochkommen. Okay. Verstanden. Jetzt erklärt er mir, dass ich bei einem Rutschabhang leer drücken kann, damit ich dann dort weiterfliegen kann. Das hätte ich am Anfang gebraucht. So. Lara kann auf schmalen vertikalen Strukturen balancieren. Springen Sie auf die Säule zu und kauen Sie sie auf dieser zusammen. Okay, sehr gekonnt, meine liebe Lara. So, hier haben wir auch wieder. Wir wollen natürlich als erstes wieder runter. Da kommt bestimmt gleich wieder irgendein Wauwau oder oder irgendwas angerannt. Was liegt hier denn? Nix, okay. Wir haben hier irgendwie Fledermäuse oder so. Ein sehr merkwürdiges Geräusch gerade gewesen. Ach, das sind die Stäbe. Ach so, warte. Da komme ich nicht hin. Puh, so. Dann sind wir schon mal hier. So, dann sind wir hier. Ich denke, sie kauert sich da drauf. Okay, das war die falsche Seite. Ich habe es verstanden. Ach, meine Güte. Können wir nicht an dem Ding einfach hochklettern? Ach so, nee, das war ja mit dem... Ach, da tut mich im Oberschenkelchen ein bisschen erwischen und dann bin ich schon wieder gleich tot. So, jetzt bin ich wieder hier, okay. Habe ich das unten alles eingesammelt? Nee, echt jetzt? Oh. Lass mich mal runter, Lara. Da verballerst du Haufen Muni. Um Muni zu kriegen. Aber natürlich für eine andere Waffe, ne? Na, was machst du denn? Ach so, nee, das war's ja nicht. So.
Hui! So. Okay. Ach so, das heißt im Endeffekt, ich musste ja darunter. Hier, eigentlich musste ich hier sogar runter. Das Spiel gibt es so vor. So, dann eben hier lang. Ich höre es hier glitzern. Ich glaube, dieses Glitzergeräusch ist ein Artefakt oder sowas. Schon wieder Wölfe. Ach herrje, ein Artefakt war es tatsächlich. Ein Artefakt war es tatsächlich. Okay, warte mal. Können wir noch mal irgendwie... Wir sind ja jetzt auch gar nicht da oben lang gekommen. Oder ist das jetzt das hier? Nee, wir sind nämlich doch nicht da oben lang gekommen. Da müssten wir jetzt den ganzen Weg aber noch mal zurück. Und das ist mir ehrlich gesagt für ein Artefakt dann doch ein bisschen zu aufwendig. Nee, das machen wir nicht. Ja, wir gucken mal hier weiter im verlorenen Tal. Ach ja. So, Ruhe. Hier ist schon wieder Wasser. Hier haben wir was. Gefunden Zahnrad. Das ist kein Artefakt. Das brauchen wir bestimmt hier irgendwo. Ja, guckt euch das da mal an. Oh je, Mini. So, hier ist alles zu. Okay. Hier können wir wieder tauchen tatsächlich. Aber... Ach scheiße, hier ist auch wieder eine Höhle. Die Höhle ist da. Na, geh doch hoch. Wegen dem Heal-Päckchen? Echt jetzt? Hallo? Okay. Mal gucken. Wir gehen jetzt mal hier die Leiter hoch. Drücken, halten Sie an der Leiter oben, der unten Button. Um rückwärts der Leiter runter. Okay. So. Warte mal. Wir könnten doch jetzt hier bestimmt. Das können wir schon einsetzen. Okay. Ach, Herr Jemini. Okay, An der Leiter hält sie sich nicht fest, oder wie? Was ist hier? Wir gucken dann gleich mal da. Ich glaube, wir kommen da eh nicht so weit, weil ich denke nicht, dass es das erste oder einzige Zahnrad gewesen sein wird. Nee. Schrottmuni.
Hier ist auch wieder irgendwas. Ich glaube, reinspringen möchte ich hier nicht. Das könnte etwas gefährlich werden. Kontrollpunkt. Okay, hier auch nicht lang. Ich vermute, dass das jetzt ein zweiter Weg ist. Was? Nee, ach so. Zu einem zweiten Zahnrad oder so? Irgendwie war da noch was. Drücken und halten Sie am Haus, um zerstörte Objekte anzuvisieren. Nee, bestimmt nochmal runter. Da oben ist ein Greifdings. Werden wir hier noch ganz hoch? Nee, werden wir nicht. Wahrscheinlich kommen wir jetzt da hoch. So. Und nu? Ja. Noch eins, okay. Das kann ich jetzt hier aber nicht zufällig schon irgendwo einsetzen, ne? Keine Ahnung, ob das jetzt hier richtig war. Kann ich mich dort an der Kante festhalten? Ja, kann ich. Nee, warte, ich muss rumklettern. Okay. Boah, dieser Kletterpfad hier. Huiuiui. Hier haben wir auch noch was. Och nö, nicht unter Wasser. Ha, nicht unter Wasser, Mensch. Ist die Frage auch, wo das jetzt unter Wasser war, ne? Muss ich jetzt eigentlich wieder zurück? Ich meine, wir haben ein zweites Zahnrad. Wir müssen irgendwie dort hochkommen. Springen Sie nach vorne und drücken Sie rasch Umschalt. Okay, haben wir jetzt das Zahnrad? Ja, haben wir. Okay. So, das ist natürlich, geht das schneller oder sterbe ich jetzt? Nö, ich sterbe tatsächlich nicht. Das ist natürlich richtig cool. Hier ist der Tunnel aufgegangen. Okay. So, dann gehen wir mal da runter und dann machen wir mal einen Folgenpause. Ah, hier waren wir schon, oder? Hier waren wir schon. Das war gar nicht der Tunnel. Das Spiel verarscht mich. Das Spiel verarscht mich. Okay, dann... Oh Gott, was? Meine Fresse, was eine Aufregung hier jetzt. Ich wollte mich gerade verabschieden, da kommen diese Viecher hier auf mich zu. Was soll denn das? Vor allen Dingen aus einer Höhle, die eigentlich zugefallen ist. Bestimmt durch das Loch dadurch. Okay, also das soll es für die Folge gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Lara Croft, der Guten hier. Und Tomb Raider. Und bis dahin. Na? Tschüss.